Hallo liebe Action-Freunde, nach einem holprigen Einstieg möchte ich euch heute wieder herzlich bei Burning Shows begrüßen. Neben mir steht der Markus Valguni von Fighting for Film und wir befinden uns hier im wunderschönen großen Guckstu-Studio in Wien. Guckstu, Fighting for Film. Wir sind hier und es geht heute darum, dass wir einen Workshop für einen Junggesellenabschied machen und darin geht es bloß nicht nur um Saufen, sondern auch um Brand. Brand klingt schon mal super. Anfangs werden wir noch ein paar Fights machen. Wir haben Waffen hier für richtiges cooles Waffentraining. Ratchet und zum Schluss gibt es dann einen Burn und vielleicht, wenn er es überlebt, der liebe Herr, was wir hoffen, wird er seine Frau ehelich. Das zeigen wir aber nicht im Video, weil so weit wollen wir nicht gehen und es soll ja auch jugendfrei bleiben. In dem Sinn, schaut rein und bis gleich. Junggesellenabschied feiert man ja nicht jeden Tag und deswegen war es auch kein Wunder, dass gleich nach dem Aufbauen die Jungs eintrudelten und voller Enthusiasmus, Tatendrang und Energie die ersten Wünsche äußerten. Was ja logisch ist. Aber nach der Vorstellrunde waren die ersten bereits ermüdet und konnten es kaum erwarten, mit den Fight-Techniken zu beginnen. Unter unserer Anleitung erlernten sie dann eine eigen einstudierte Fight-Choreografie, welche ihr im folgenden Film bewundern könnt. Also was die Jungs da gezeigt haben, war für den Anfang schon ziemlich gut. Und dann ging es auch gleich weiter mit dem Waffenhandling. Da erlernten die Jungs, wie man mit Lang- und Kurzwaffen, Faustfeuerwaffen umgeht, wie man in der Gruppe ein Gebäude erstürmt und von gewissen Aggressoren reinigt bzw. säubert, was ja auch ganz gut funktioniert hat, teilweise. Und außer einer kleinen Geiselnahme gab es eigentlich keine Vorfälle. Kein Schritt weiter! Fallen lassen! Weg da! Tja, so regelt man das unter Freunden.
Zum Abschluss des Schießtrainings gab es dann auch noch die Möglichkeit, mit Munition zu schießen. Und ein jeder hat diese Chance genutzt und war auch mit Begeisterung dabei, mit sehr Coolness oder extremer Coolness, wie man hier schön sieht. Und danach ging es auch gleich direkt zu den Bodybands über, wo wir den Arm der jeweiligen Person angezündet haben. Die Jungs haben das sehr, sehr gut gemacht, waren äußerst konzentriert, haben die Anweisungen befolgt und haben eine besondere Erfahrung mitgenommen auf ihren weiteren Weg. Falls ihr auch ihr so etwas plant oder euch Gedanken darüber macht, ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail, wir sind flexibel, wir können zu euch in eure Ortschaft nach Hause kommen, mit euren Leuten so einen Workshop planen, auf eure Bedürfnisse abstimmen und gemeinsam ein Erlebnis schaffen, welches ihr nie vergessen werdet. Also unten in der Beschreibung findet ihr die Links, die Kontaktadressen und meldet euch einfach. Ich bin mir sicher, es ist auch für jeden irgendetwas dabei. In diesem Sinne wünsche ich dem Brautpaar alles Gute für die Zukunft, viel Erfolg im Leben und den Jungs viel Spaß bei der Hochzeit. In diesem Sinne habe ich mich gefreut, euch kennengelernt haben zu dürfen und bis zum nächsten Mal. Junggesellenabschied. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über einen Like, über ein geteiltes Video, über einen Kommentar und wir sehen uns bald wieder bei Burning Show. Bis dann!